Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Way of Business TV. Ich bin die Susanne und ich habe heute den lieben Peter bei mir sitzen. Hallo Peter, herzlich willkommen. Hallo Susanne. Schön, dass du da bist. Schön, dass du da bist. Ja, lass uns gerade starten. Wer bist du? Was machst du? Wo kommst du her? Okay. Ich komme aus Graz, das ist im südlichen Österreich und lebe hier schon seit gut 50 Jahren. Mein Werdegang war einfach, ich habe zuerst in einer Fischzucht gelernt, was ein bisschen außergewöhnlich für manche vielleicht ist, wo ich wie richtig Forellen züchten gelernt habe, habe dann aber später erkannt, dass das nicht ganz das ist, wo ich meine Ziele erreichen kann. Auf der einen Seite finanzieller Hinsicht und auf der anderen Seite wusste ich, dass es gesundheitlich für mich auf Dauer nicht gut ist, wenn man im Winter bei eisigen Temperaturen im Wasser herumgreift und das oft ohne Handschuhe. Habe mich dann entschlossen, einfach mich auf dem Markt umzusehen, was es gibt. Bin dann zwischendurch in der Autosindustrie gelandet und dann später in der Papierverarbeitung und dann später auch noch in einer Druckerei. Also habe einige Erfahrungen gemacht in verschiedenen Richtungen. Sehr gut. Und wie bist du im Endeffekt hier dann darauf gekommen, was du heute machst? Ja, da hat mich eine gute Bekannte angerufen und hat gesagt, sie hat da irgendetwas Neues entdeckt, was fantastisch wirkt, wo Schmerzen innerhalb kürzester Zeit weg sind, was mich grundsätzlich angesprochen hat, da ich ja selbst schon vor einiger Zeit erkannt habe, dass jeder Mensch selbst verantwortlich ist dafür, für seine Gesundheit und für sein Leben und auch sehr viel für meine Gesundheit schon getan habe. Und dadurch hat mich das sehr angesprochen, habe mir das Ganze übers Internet näher angesehen, war aber noch nicht überzeugt davon, da ich mir dachte, im Internet steht vieles und auf YouTube kann man auch viel hochladen, was irgendwie funktioniert. Darum sagte ich, ja, schick mir mal da was, damit ich es selbst bei mir ausprobieren kann. So bin ich dazu gekommen. Okay. Welche Geschichte steckt denn dahinter, weil du sagtest, mit Schmerzen, dass man damit Schmerzen lindern kann? Also dahinter stehen du das, also es geht im Grunde genommen um kleine Helferchen, die man am Körper anbringt und dadurch direkt auf die Zelle wirken, ohne dass irgendwas in den Körper eindringt. Das hat mich fasziniert in der Hinsicht, habe dann gesehen, da gibt es verschiedene Helferchen. Da ich gesundheitlich sehr gut in Form war, dachte ich mir, das Einzige, was mich unterstützen könnte, wäre das, was mir Energie gibt, da ich regelmäßig laufen gehe. Und habe mir das eben bestellt, habe es dann zuerst einmal meine Laufrunde gemacht, ohne die Helferchen. Habe dann gemerkt, ich habe eine Zeit, die 2 Minuten über meiner Rekordzeit liegt. Und ein paar Tage später mit den Helferchen bin ich dann mit der Zeit auf der gleichen Strecke 1,5 Minuten unter meiner Rekordzeit gelegen. Und da habe ich gewusst, diese Helferchen bewirken wirklich etwas. So bin ich eigentlich auf diese Möglichkeit gekommen. Es ist eine patentierte Technologie, die bewirkt einfach, dass der Körper seine Gesundheit und sein Wohlbefinden drastisch verbessern kann. Und zusätzlich bietet das Ganze auch eine Geschäftsgelegenheit mit einer dynamischen Möglichkeit, seine Träume zu verwirklichen. Und das hat mich definitiv angesprochen. Okay. Wie lange bist du da jetzt sozusagen dabei? Weil es macht ja schon einen ganz schön großen Bogen, so wie du selbst gesagt hast. Beruflich gesehen warst du in ganz anderen Feldern unterwegs oder wo? Das ist richtig, ja. Also grundsätzlich für die Gesundheit habe ich mich schon vor 20 Jahren angefangen, mich näher zu interessieren, was Nahrungsergänzungen und dergleichen anbelangt. Bin aber damit nicht wirklich glücklich gewesen. Okay. Und diese Helferchen habe ich so vor ungefähr
6, 7 Jahren kennengelernt, habe sie aber eigentlich nur verwendet und erst vor 2 Jahren eigentlich gesagt mir so, und jetzt mache ich mehr daraus, da kann ich ein tolles Geschäft daraus machen, und bin dann wirklich näher darauf eingegangen und habe diese Geschäftsmöglichkeit für mich ergriffen. Das heißt also, du hast diese Helferchen, die du selbst genutzt hast, auch weiterempfohlen und entsprechend... Genau richtig. Genau richtig. Ja. Es ist im Grunde genommen ein Netzwerkmarketing, wo man einfach diese Helferchen weiterempfiehlt und andere Menschen einfach hilft, auch ihr Wohlbefinden zu steigern, ihre Gesundheit zu verbessern, kleine und große Herausforderungen zu meistern. Und dadurch, dass ich mir dann definitiv in diese Richtung dann auch erkundigt habe, wie schaut der Markt grundsätzlich aus, und dadurch, dass es patentierte Produkte sind, die keinen Mitbewerber haben, habe ich gesehen, dass über 30% haben Schlag, 50% haben Rückenschmerzen und Muskelverspannungen, und in Österreich sind über 20% mit chronischen Schmerzen. Und da dachte ich mir, dieser Markt ist irrsinnig groß, und da kommt noch dazu, alle diese Menschen, die sportlich, beruflich und dergleichen mehr Energie haben möchten und ihre Leistung dabei steigern möchten. Ja. Magst du noch mal ein bisschen auf die Technologie der Helferchen eingehen? Also selbstverständlich. Man muss sich das Ganze so vorstellen, das funktioniert, wie wenn ich in der Sonne sitzen würde im Sommer und die Sonne mich anstrahlt. Dann produziert der Körper automatisch Vitamin D. Und wenn ich länger in der Sonne sitze, dann produziert der Körper Melanin, und dann wird die Haut eben rot oder braun. Und genau auf dieser Technologie funktioniert das Ganze, nur dass nicht eben Vitamin D produziert wird, sondern es werden andere Zellen angesprochen. Wir haben im Körper ungefähr 250 verschiedene Zellarten. Wir haben 70 bis 80 Billionen Zellen. Und es sterben pro Sekunde sterben ungefähr 500.000 Zellen ab und werden wieder fangen wieder neu zu arbeiten an. Und da wirkt das Ganze eben. Eben wenn eine Zelle neu beginnt zu arbeiten, bekommt sie normalerweise als letzte Information von der abgestorbenen Zelle, wie hoch ist mein Energielevel. Und wenn das jetzt eine kranke, schwache Zelle war, dann ist der Energielevel eben zum Beispiel bei 10. Und durch diese Helferchen wird die Zelle wieder erinnert, die neue, dass sie eben mehr leisten kann, und dann leistet sie eben 100%. Und dadurch kann ich im Körper sehr viel bewegen. Okay. Sehr viel verbessern. Also das heißt, gleich in welche Richtung? Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Das heißt also, allgemein im Alltag mehr Energie zu haben. Ich kann mein Immunsystem stärken. Ja. Ich kann Probleme, wenn ich habe, Schmerzen, sei es Kopfschmerzen, sei es Rückenschmerzen, sei es Gelenksprobleme und dergleichen, kann ich überall unterstützen. Man muss sich das Ganze einfach so vorstellen, ich gehe her, viele haben schon gehört von so Stammzellen, wie man Stammzellentherapie macht. Eine Stammzellentherapie schaut meistens so aus, dass man Zellen aus dem Körper entnimmt, diese dann vermehrt und wieder dem Körper zuführt. Wir haben die Möglichkeit, mit unseren Helferchen die Stammzellen zu aktivieren, sodass sie einfach wieder mehr leisten. Und dadurch wird eben nicht immer sofort, also bei Schmerzen kann man sofort ein Ergebnis erzielen, und die anderen Dinge brauchen eben eine gewisse Zeit, bis sie die Zellen dementsprechend regeneriert haben wieder. Und dadurch eben eine bessere Leistung vollbringen. Okay, sehr cool. Du hast ja gesagt, selbst hast du es daran gemerkt, dass du laufen gegangen bist. Also du gehst regelmäßig laufen. Richtig. Hast dadurch deine die Geschwindigkeit bzw. deine Laufzeit verbessert? Richtig, ich habe meine Laufzeit verbessert, und nicht nur die Laufzeit verbessert, auch die Regenerationszeit hat sich verbessert. Ja, okay. Ich habe es dann immer wieder anders verwendet, indem ich dann hergegangen bin und zwischendurch verwendet habe und zwischendurch nicht verwendet habe, einfach damit ich den Unterschied merke. Und wenn ich dann wieder mehr gelaufen bin und die Pflaster verwendet habe, dann habe ich zwar am selben Tag durch die Leistungssteigerung eben die Muskeln gespürt, aber am nächsten Tag nicht. Wenn ich es nicht verwendet habe, meine Helferchen, dann habe ich am nächsten Tag auch noch Muskelschmerzen gehabt. Also die Regeneration wird auch dann schneller dadurch.
Okay. Also man kann dem Körper wirklich sehr viel Gutes tun. Und ich habe in dieser Hinsicht schon einigen Leuten geholfen, sei es bei Schlafproblemen. Da hatte ich eine Frau, die hatte irrsinnige Schlafprobleme. Über 4 Jahre hinweg hat sie pro Nacht nicht mehr als 1 bis 1,5 Stunden durchgeschlafen. Dann war sie wieder wach und dann hat sie ein zweites Mal noch so geschlafen. Und mit ihr habe ich mich zusammengesetzt, habe mit ihr besprochen, was sie genau hat und ihr meine Empfehlung weitergegeben. Und nach 6 Wochen konnte sie wieder 6 Stunden durchschlafen. Wow, okay. Diese kleinen Helferchen, hast du ja schon gesagt, Schlafprobleme, Regeneration beim Sport. Wenn jetzt jemand viel im Büro zum Beispiel schafft, sitzt, ja auch dann Nackenschmerzen und so weiter hat, wie oft wendest du die an oder wie oft muss ich die anwenden, dass es hilft? Es ist so. Also wir gehen nicht her, es ist nicht so wie bei einem Medikament, dass wir ein Symptom unterdrücken, sondern wir gehen auf die Ursache ein, weil wir gehen ja auf die Zelle, dass sich die Zelle eben regeneriert. Dadurch kann ich eben bewirken, dass sich dieses Problem auflöst. Okay. Wenn ich natürlich, nachdem ich das Problem aufgelöst habe, wieder in den gleichen Trott hineinfalle, dann wird das Problem wiederkommen. Aber es geht in erster Linie darum, dass ich einfach einmal dieses Problem auflösen kann und dann eben entgegenwirken kann. So wie die mit den Schlafproblemen, die hat nie mehr etwas gebraucht. Okay. Nach diesen 6 Wochen. Okay. War so quasi komplett wieder gesund. Okay. Hast du noch irgendein gutes Beispiel? Ja, ich hab viele Beispiele. Das würde wahrscheinlich den Rahmen sprengen, wenn ich alle Beispiele erzähle. Aber es gibt da unterschiedliche Möglichkeiten, eben, wie man auch bei abgesehen von Schmerzen eingehen kann. Das ist meines Erachtens das Schönste an meiner Tätigkeit, wenn ich jemandem helfe, direkt vor Ort bin und auf einmal das Leuchten in den Augen sehe, weil derjenige keine Schmerzen mehr hat. Ja. Oder wie es mir erst vor kurzem passiert ist, dass mich früh morgens eine Sprachnachricht erreicht hatte von einer Frau, die ich am Vortag die erste Anwendung gemacht habe, die mir gesagt hat, sie ist heute früh aufgewacht und dachte, sie lebt nicht mehr, dass sie ihren Rücken nicht gespürt hat. Und sonst hat sie über 4 Jahre hinweg immer Rückenschmerzen gehabt. Oh, okay. Und da, die war vollauf begeistert, die ist geschwebt. Aber daran merkst du ja auch, wie manche Menschen einfach mit den Schmerzen leben. Also das so tagtäglich mit. Richtig, richtig. Ja, Menschen begnügen sich zeitweise und sagen es einfach, das wird schon gut werden oder ich werde damit irgendwie klarkommen. Man muss nicht mit Schmerzen leben. Ja. Es gibt für alles eine Verbesserung. Ja. Oder ein kleines Helferlein. Kleines Helfen, richtig, richtig. Ja, oh, sehr schön. Wo kann man dich denn finden, wenn man sagt, man möchte mit dir Kontakt aufnehmen? Also ich gebe dir dann die Daten, dass du unten was reinschreiben kannst, wo man mich auch kontaktieren kann gerne, auf Facebook, auf E-Mail oder eben auch auf WhatsApp. Oder wenn man natürlich in Graz ist, kann man mit mir gerne auch ein Treffen ausmachen, dass man auf ein Café to go wo hingeht. Im Café ist es momentan nicht möglich. Ja, ist kein Problem. Und natürlich biete ich auch gleichzeitig an, Menschen, die definitiv im Leben mehr erreichen möchten, einfach dieses Netzwerk zu arbeiten. Und in der Hinsicht habe ich schon ein kleines Team, das was bis nach Deutschland rausgeht, und biete den Menschen eben definitiv an, mich mit ihnen ausführlich zu unterhalten, damit wir einfach analysieren können, wo steht jemand, wo will jemand hin, was für eine Möglichkeiten gibt es für den Betreffenden und wie setzen wir es gemeinsam um. Sehr schön. Also ich habe für alles ein relativ einfaches Schritt-für-Schritt-Konzept, sodass jeder, der wirklich will, eben damit was erreichen kann. Ganz kurz noch eine Frage zurück. Wie lange existieren diese kleinen Helferchen denn schon? Also wie lange? Die gibt es schon 15 Jahre am Markt. Ja, okay. Und dann wahrscheinlich auch dachweit, also Deutschland, Österreich, Schweiz oder? Weltweit sind es, glaube ich, 100 Länder, in denen. Oh, okay. Ja. Alles klar. Okay. Was ist denn so deine
Klar, so Schmerz, die Leute von Schmerzen befreien, ist wahrscheinlich das Beste, was für dich so die Intention ist, das zu tun, was du tust. Gib es aber gerne nochmal mit eigenen Worten deine Begeisterung von dem Ganzen wieder. Ja, meine Begeisterung ist einfach, dass man mit dieser Möglichkeit, ohne dass man irgendwelche Chemie dem Körper zuführt, keine Medikamente hat und vor allem auch keine Nebenwirkungen. Ja. Und jetzt, weil du das jetzt so genau angesprochen hast, möchte ich noch eins dazu sagen, auch wenn jetzt nichts in den Körper eindringt, ist es nicht so, dass es auf Placebo-Effekt das Ganze funktioniert, denn es funktioniert auch bei den Tieren. Es funktioniert bei Hunde, Katze, Pferd und dergleichen, bei jedem Säugetier. Aha. Also es geht nicht darum, dass ich daran glauben muss, denn es ist nämlich reine Physik. Weil wenn ich in der Sonne sitze, brauche ich auch nicht daran glauben, dass ich jetzt einen Sonnenbrand kriege. Ich kriege den Sonnenbrand. Ja, ah, okay. Heißt das, man kann diese Helferchen auch bei den Tieren anwenden, also bei meinem Genau, Haustier? Ah, richtig, sehr gut. richtig. Und ein Tier kann man in der Hinsicht nicht beeinflussen, dass man einfach sagt, ich habe jetzt was gemacht bei dir und du kannst jetzt wieder gerade gehen, weil du eben zum Beispiel Hüftschmerzen hast. Man sieht es dann einfach. Aha, sehr schön. Genau. Was ist denn so für dich die Bewegung, jetzt sage ich mal, in den nächsten 2 bis 3 Jahren in dem Geschäft? Was meine Bewegung ist, einfach, dass ich ein größeres Netzwerk aufbaue. Und damit einfach mehr Leuten die Möglichkeit gebe, auf der einen Seite eben die Gesundheit zu verbessern und auf der anderen Seite seine Träume sich eher zu verwirklichen. Dadurch, dass man eben eine Möglichkeit hat, wo man eben nebenberuflich starten kann und das Ganze ausbauen kann, dass man es auch hauptberuflich machen kann. Ganz gleich, ob man jetzt nur einen ganz normalen Schulabschluss hat, ob man Matura hat oder ob man Geschäftsmann ist. Jeder kann das. Habt ihr sozusagen dann auch klar aus den verschiedenen Branchen wahrscheinlich im Netzwerk die Menschen, die euch Wir helfen? haben durch die Bank alle ganz gleich, ob das jemand ist, was im Gesundheitsbereich tätig ist, oder handwerklich tätig ist. Studenten machen das. Sogar Ärzte haben wir, was mit uns zusammenarbeiten. Also in der Hinsicht gibt's nichts, was da zum Ausschließen ist. Wir haben sehr viele Heilpraktiker, was mit uns zusammenarbeiten, weil sie ja grundsätzlich eine Erweiterung von ihren grundsätzlicher der von ihrer Tätigkeit ist. Ja, und was war so deine Einschätzung, wenn du jetzt zum Beispiel mit dem Produkt rausgehst? Ist das schon relativ bekannt? Also mir war es jetzt nicht bekannt. Ja, es ist eigentlich relativ wenig bekannt. Das hat nämlich den Grund, weil es als erstes im Sportbereich verwendet wurde. Und dadurch, dass es im Sportbereich verwendet wurde, war es einfach so, dass es jemand, wenn es jemand verwendet hat, ist der erste Konkurrent ja der Zimmernachbar. Ja. Und klarerweise hat er es dem dann nicht gesagt, weil er sich einen Vorteil dabei verschafft. Wenn er ja dann mehr Leistung hat, weil er mehr Leistung von seinem Körper abrufen kann. Folgedessen ist es in dieser Richtung dann nicht so verbreitet worden, wie es eigentlich gedacht war. Okay. Das war der Grund, warum eigentlich das Ganze noch nicht so bekannt ist, weil die Sportler es grundsätzlich nicht weitersagen. Weil sie auch nicht gesponsert werden in der Hinsicht, weil die Firma sie einfach sagt, wir sponsern niemanden dafür, weil wir einfach wissen, dass die Produkte funktionieren, dass diese Technologie einfach die Zukunft eigentlich ist. Die Zukunft in der Gesundheit. Ja. Wie siehst du das eigentlich so vom Markt her? Ich meine, wir haben jetzt da draußen die Situation, wie sie ist. Genau, wie sich das Ganze entwickeln wird, auch mit der eigenen Einstellung der Leute, also die jetzt im Büro schaffen, im Homeoffice oder ja. Ja, es ist so, dass natürlich klarerweise, das kann man alles, kann man sich dieses Wissen, was man braucht, um diese Tätigkeit zu verrichten, kann man sich natürlich übers Internet alles über Schulungen und dergleichen aneignen. Wichtig ist, dass man jemand hat an der Hand hat, den man fragen kann, wo man was herbekommt. Ja. Weil es eben sehr viele Sachen gibt, was im, wie soll ich sagen, es gibt sehr viel Wissen im Internet. Und man braucht aber nicht das ganze Wissen. Man muss sich auf das Wissen konzentrieren, was wirklich was weiter, wo man wirklich was weiterbringt in der Richtung. Natürlich für alle Leute, was eben zu Hause ist, einfach Stress haben und dergleichen, da gibt es auch Helferchen, was eben den Stress grundsätzlich abbauen. Ja. Also auch den Menschen kann geholfen werden.
Sehr schön. Ich finde es halt richtig gut, weil wir ja angefangen haben, dass wir gesagt haben, du selbst kommst nicht aus dem Gesundheitsbereich, sondern es war dein Hobby sozusagen, dass du gesund lebst und jetzt damit aber mehr oder weniger deine Berufung oder deinen Weg gefunden hast. Meinen Weg habe ich damit gefunden. Ja. Das finde ich halt sehr, sehr gut. Und wie ist das so für dich? Du sagtest vorhin, wenn du zu jemandem kommst, die Helferchen vorstellst und dann die Wirkung eintritt und das Glänzen in den Augen der Kundschaft sozusagen. Ich denke mal, dass das für dich auch so die Beweggründe sind, warum du das Ganze machst, ne? Definitiv. Das ist nämlich das Schönste an dem Ganzen. Wenn man Menschen helfen kann, die wirklich ein Problem haben. Und vor allem, ohne dass man irgendwie eben dem Körper irgendwie eine Nebenwirkung verursacht oder eine Chemie zuführt. Also auf natürliche Art und Weise. Und dadurch, dass das eben auf die Zelle funktioniert und auf so eine natürliche Art und Weise mit dem Körper zusammenarbeitet, ist es so, dass man nie eine Reaktion in eine Richtung hat. Mhm. Sonst, wenn man zum Beispiel Schilddrüsenprobleme hat, hat man entweder Ober- oder Unterfunktion. Das ist in dem Fall gleich den Helferchen, weil sie einfach mit dem Körper zusammenarbeiten und es dann auspendeln, dass er genau dorthin kommt, wo er hinkehrt. Ja, perfekt. Finde ich sehr gut. Also wie gesagt, ich habe da, bevor wir gesprochen haben, noch nichts gehört gehabt. Aber ich denke mal, wenn die Zuschauer das sehen, werden auch viele sagen, wow, dass es sowas gibt, Wahnsinn. genau. Erklär doch nochmal so ein bisschen aus deinem Netzwerk, aus deinem Team. Wie funktioniert das Ganze, wenn ich jetzt Kontakt zu dir aufnehmen möchte? Du hast gesagt, ihr könnt euch Coffee to go, trefft ihr euch, arbeitet das Ganze aus oder telefoniert? Habt ihr dann auch eine entsprechende Strategie, wie ihr dann vorgeht, um das Ganze gemeinsam aufzubauen? Definitiv. Wir haben die Strategie einfach, dass wir einfach zuerst einmal schauen, inwieweit passt derjenige ins Team, dass wir einfach schauen, steht derjenige, was sind seine Herausforderungen, wo will er hin. Dann schauen wir einfach, welche Möglichkeiten, dass wir haben, die er dann auch für sich nutzen kann. Und dann arbeiten wir einfach zusammen auf das Ziel hin, das er sich selbst gesteckt hat. Okay. Also es geht da nicht darum, dass ich gehe da wirklich definitiv auf jeden Einzelnen ein. Ich möchte nicht irgendjemanden in eine Schiene hineinzwängen. Sondern ich sage mir einfach so, jeder hat seine eigenen Gründe, wo er hin möchte und was er erreichen möchte. Und dabei wird er vollstens unterstützt. Und wir haben in der Hinsicht ein tolles Netzwerk, was auch über Facebook sehr gut läuft, wo wir viele Erfahrungsberichte drinnen haben. Also wo wirklich jemand, wenn er irgendwo ein Problemchen hat, eine Herausforderung hat, ein gesundheitliches und dergleichen, wo man dann definitiv innerhalb kürzester Zeit sich an einen Erfahrungsbericht zur Hand nehmen kann, wo man dann auch helfen kann. Sehr schön. Was ist denn so deine, abgesehen von deiner Intention, den Menschen zu helfen, wieder schmerzbefreit zu leben oder leichter zu leben, hast du für dich noch so Ziele, Träume, Wünsche? Wahrscheinlich schon, gell? Definitiv. Also, meine persönliche Vision ist einfach, dass ich mit meiner Frau des Lebens einfach in ein paar Jahren zeitlich und örtlich unabhängig leben kann. Und das ganz gleich, ob am Berg, am See oder am Meer, weil das kann man momentan ja nicht sagen, wo man sich am besten niederlässt. Ja. Momentan natürlich schwierig. Und auf alle Fälle will ich dabei nicht vergessen, dass ich nebenbei noch trotzdem Menschen helfe, einfach, dass sie ihre Träume verwirklichen können. Ja. Dass es eben diese Möglichkeit gibt, Menschen zu helfen. Und das ist einer meiner Hauptintentionen, Menschen zu zeigen, dass es da eine Möglichkeit gibt, ganz gleich, ob er die Chance jetzt nutzt oder einfach später dann einmal zurückkommt und sagt, du hast mir da was Tolles vorgestellt, gibt's das noch? Wie funktioniert das? Ja. Ich sage immer so, jeder soll das einfach wissen, damit es da später, wenn er den Bedarf hat, einfach zurückgreifen kann. Sehr schön. Also du hast für dich auf jeden Fall, denke ich mal, den Weg gefunden oder das Produkt gefunden, wo du sagst, das könntest du dir auch wirklich damit verwirklichen. Und definitiv. Bist du voll drin auch. Absolut. Sehr schön.
Dann komme ich eigentlich zu der Frage, die gut dazu passt. Was ist denn für dich sozusagen persönliches Glück in dem Zusammenhang? Glück. Was ist Glück? Also das, mit diesem Thema habe ich mich schon mal näher auseinandergesetzt. Also nur Glück alleine, würde ich grundsätzlich sagen, ist eine Umschreibung von Erfolg, um der Meinung, um nicht unbedingt was dafür tun zu müssen. Weil im Grunde genommen Glück ja nichts anderes ist als eine Hand, nach einer Handlung eben etwas passiert. Also ein Naturgesetz von Ursache und Wirkung entsteht. Ein Beispiel dazu. Ich kenne zwei recht erfolgreiche YouTuberinnen und in ihrem Umfeld hat es immer geheißen, ja, die haben damals Glück gehabt. Die haben nicht Glück gehabt, die haben etwas getan, wie die anderen alle gewartet haben, dass sie ihnen eine Chance zufällt. Ja. Ein zweites Beispiel dazu, der Lottogewinner hat Glück gehabt. Ja und nein. Ja, er hat Glück gehabt, weil er die richtigen Zahlen gesetzt hat gegenüber den anderen, die das Lotto gespielt haben. Und nein gegenüber denen, die was kein Lottoschein aufgegeben haben. Wieder Ursache und Wirkung. Ja. Er hat etwas getan und das ist die Ursache. Also die Ursache und das andere war die Wirkungen. Also Glück in der Hinsicht ist ein bisschen etwas, wo ich eigentlich eher sage, das ist eher das, was erfolgt, ja, nachdem ich etwas getan habe. Also du kannst es dir sozusagen selbst basteln. Definitiv. Glücklich sein ist natürlich wieder was anderes, weil das ist eine Eigenschaft. Das ist eine Eigenschaft. Glücklich bin ich, wenn ich den richtigen Partner neben mir habe und mit dem die schönste Zeit erleben kann. Das ist glücklich sein. Sehr schön. Oder wie in deinem Fall, eine Tätigkeit gefunden habe. Ja, jemanden wieder das Leuchten in den Augen zu zaubern. Ja, sehr, sehr schön. Magst du vielleicht am Ende noch so zum Abschluss noch mal ein bisschen so die Begeisterung für das Ganze herausholen und auch so eine, was ist deine Botschaft vielleicht so ein bisschen? Ich möchte jetzt nicht sagen Vision, weil das vielleicht manchmal ein bisschen hochgegriffen ist, aber wenn du eine hast. Ja, meine Mission sehe ich einfach darin, eben diese innovative Technologie weiterzugeben, um den Menschen einfach mehr Wohlbefinden zu geben, dass sie sich besser fühlen, dass sie sich jünger fühlen und einfach definitiv auch inspirierend dazu, dass sie ihre Träume auch wirklich leben. Ja. Und lange leben können. Das um und auf. Viele Menschen sind in einer Situation gefangen, wo sie sich einfach nicht raustrauen, beziehungsweise keinen Weg hinaus sehen. Und da bin ich gern derjenige, was aufzeigt, was für eine Möglichkeit, dass man hat. Ja. Und das ist auch eines der schönsten Dinge, die was ich auch erleben darf, wenn ich dann mit Menschen eben nicht nur eben auf geschäftlicher Basis arbeite, sondern auch am persönlichen Wachstum arbeite. Das ist ja auch das, was mir widerfahren ist, mit dieser Möglichkeit, dass ich mich einfach persönlich weiterentwickeln konnte. Mhm. Und einfach mein über den Tellerrand einmal hinausgesehen habe und auch hinausgegangen bin. Ja. Komfortzone verlassen, um eben mehr zu erreichen. Ja. Vielleicht auch das, worüber wir vorhin kurz gesprochen haben, das eigene Potenzial, um herauszuholen, zu entwickeln. Viele wissen ja gar nicht, was ihr eigenes Potenzial so wirklich ist. Ist eines der schwierigsten Sachen, was man machen kann, dass man das Potenzial wirklich in jemandem findet. Ja. Man muss einfach schauen, was macht derjenige gern. Ja. Und wie, in welchen Weg gibt es, dass er genau dort auch hinkommt. Und das ist natürlich sehr individuell bei jedem. Ja. Da muss man einfach definitiv länger fragen, eben, dass man dann endlich zu dem kommt, wo man dann eben sieht, aha, das ist das, was den wirklich bewegt. Da möchte er hin und dann definitiv auch die Frage stellen, warum bist du noch nicht dort? Was hindert dich daran? Ja. Sehr, sehr schön. Dann darfst du jetzt, lieber Peter, die letzten Worte an die Zuschauer richten, einfach was dir noch so auf dem Herzen liegt, was dir noch wichtig ist. Was mir wichtig ist, mir ist wichtig, dass die Menschen einfach offen sind für neue Möglichkeiten. Vor allem, wenn sie dann sehen, was das Ganze mit sich selbst machen kann.
Und man soll einfach mit dem zufrieden sein, was man momentan hat, aber nicht so zufrieden, dass man nicht mehr haben möchte. Es ist wichtig, dass man sich weiterentwickelt. Das ist auch ein Naturgesetz. Wir entwickeln uns alle weiter. Und wer sich nicht weiterentwickelt, der bleibt dann irgendwo auf der Strecke. Ja. Deswegen ist es auch wichtig, dass man offen ist für neue Möglichkeiten, die uns gegeben werden, so wie es jetzt momentan auch in der Situation ist, wo wir mehr am Computer sind als in direkten Kontakt mit den Menschen. Aber das nutzt man auch in dem Fall. Ja. Kann auch sehr viel daraus machen. So wie jetzt auf diesen Call, was wir jetzt machen, ja auch wir uns sehen, definitiv. Und das sicher besser ist, als wenn man irgendwo in einem Lokal sitzt und eine Maske auf hat. Sehr, sehr schön. In diesem Sinne sage ich vielen, vielen Dank für deine Zeit, für dieses wundervolle Interview, für die Energie und dass du uns die kleinen Helferchen ein bisschen näher gebracht hast und interessant gemacht hast. Dankeschön. Darf ich noch einen kurzen Schlusssatz sagen? Gesundheit ist nicht alles, aber alles ohne Gesundheit ist nichts. Sehr schön. Danke dir und für euch da draußen. Bleibt gesund und ja, bis zur nächsten Sendung. Tschüss. Tschüss.